Fanatische faschismusnahe Politiker provozieren den Ukraine-Konflikt weiter, indem sie nun auch direkte Angriffswaffen gegen Russland schicken. Soll von deutschem Boden wieder ein Krieg mitgetragen werden? You must say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Wir haben eine Idee. Eine Idee von Frieden, Einigkeit und Freiheit. Darum stehen wir auf der Straße und bekunden unsere Solidarität mit jedem Menschen, jeder politischen Richtung, jeder Kultur, jeder Religion und jeder Weltanschauung, die für Frieden und Freiheit steht. Wir müssen was ändern auf dieser Welt. So wie es ist, kann es nicht bleiben. Was danach kommt, können mir ganz intelligente Leute gerne erzählen. Wir können beraten und besprechen. Aber dafür muss man aufstehen, sich treffen, miteinander reden und seinen Unmut zeigen. So wie es hier momentan auf diesem Planeten abläuft, sollte es nicht weiter ablaufen. Es sind nicht nur die Deutschen, die unterdrückt werden. Es ist Europa. Ich bin glühender Europäer. Aus diesem Grunde gehe ich gegen die EU in Brüssel, weil ich Europäer bin. Deshalb ist es so richtig, dass diese Veranstaltungen, wie sie hier stattfinden, durch ganz Europa kursieren. Denn das System hat vor einem Angst, vor Europa. Denn von Europa geht die Gefahr des Friedens aus. Und wir haben die Möglichkeit dazu. Das sind Menschen, die Frieden wollen, ganz einfach. Und ich glaube, das sind alle Menschen, und zwar aus allen Schichten der Bevölkerung. Das sind Familienväter, Mütter, Kinder, ganz normale Arbeitnehmer, das sind Unternehmer, es sind übrigens auch viele Politiker. Wir müssen in der analogen Welt zusammenkommen. Im Internet ist gut als Impuls, aber wir müssen jetzt in Echtzeit zusammenkommen. Wir müssen uns in die Augen schauen und uns die Hände geben können, um unsere Glaubwürdigkeit uns zu bestätigen und uns zu überprüfen. Und nur so entsteht eine Kraft, die den Krieg auch wirklich stoppen kann. Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, haben wir seit der Kuba-Krise 1962 nicht erlebt. Die Welt steht am Abgrund und die NATO-Staaten spielen mit dem Feuer. Und in der Situation ist es wichtig, dass wir alle aufstehen und sagen, wir machen da nicht mit. Wir wollen keine deutschen Soldaten an der Ostfront haben, keine Schlachtschiffe in der Ostsee und keine Bomber in Polen. Da muss ich jetzt was zu sagen, weil es hat halt genau 9 Jahre gedauert ab dieser Bilder, ne? Bis das Szenario eingetroffen ist, muss man sich auch mal vor Augen halten. Ja. Ja. Man könnte jetzt mit Wug und Recht sagen, tja, die hatten damals recht, ja, vor der beschriebenen Angst vor einem Konflikt in Europa. Und auch damals hat man offenbar schon die Wahrnehmung gehabt, ja, aller der, die da auf der Straße sind, dass die NATO da offensichtlich Russland in den Krieg reinziehen will. Ja. Wir reden bei den Mahnwachen von 2014. Da gab es ja schon diese ganze Ursachenanalyse so viel vorher. Also das ist immer das, worauf Leute ja verweisen, wenn sie sagen, dieser Konflikt begann nicht 2022 und auch nicht 2020, sondern zu dieser Zeit gab es schon Mahner und daher ja der Name Mahnwachen. Man wollte es gar nicht so weit kommen lassen. Dann schauen wir mal weiter. Ich will keinen Krieg, ich will Gerechtigkeit und Frieden auf der Welt. Und irgendwas muss man dagegen tun. Und was kann man anderes dagegen tun, als gemeinsam auf die Straße zu gehen? Ich bin hier, weil ich es einfach unerträglich finde, was die Politik zurzeit mit den Menschen betreibt. Sie belügt sie, sie ist korrumpiert, sie lässt überhaupt nichts mehr zu. Die Parlamentarier haben sich hinter den Parlamentsvorschriften versteckt. Hier sieht man keine Fahnen, ja, hier sieht man Leute. Und ich denke, das ist eine Bewegung aus der Mitte des Volkes. Und da ist einfach eine gewisse Wut da über Desinformation, über die geführten Kriege. Frieden ist natürlich der größte Feind der Kriegswirtschaft. Und mittlerweile ist es ja so, dass das die dominante Wirtschaft auf dieser Welt ist. Die USA beispielsweise soll ja auch verschuldet sein in diesem Finanzsystem. Wer hat die Macht über die USA, 17 Billionen Dollar zu verlangen? Und da müssen wir natürlich mal ein bisschen auf das Finanzsystem schauen. Wo kommt das Geld eigentlich her? Wer hat es hergestellt? Wer hat die Macht über die USA? Wer hat die Macht über die Politiker, ihnen das Geld zu leihen und von denen dann zu verlangen, was sie dafür tun sollen, damit sie nächstes Jahr wieder neue Kredite kriegen?
Wie fett. Danke. Ja. Wenn Sie mal ins Parteiprogramm schauen der großen Parteien, die heute im Bundestag sitzen, da steht überall Wettbewerbsfähigkeit drin. Wir sollen also alle gegeneinander in Wettbewerb treten. Da steht nichts von Kooperation, da steht Wettbewerb. Und das ist schon auch schon eine Form des Kampfes, der dann im Großen natürlich zwischen den Nationen dann auch im Krieg münden kann. Was wussten Sie vor 20 Jahren vom Finanzsystem? Was wussten Sie vor 20 Jahren über die gleichgeschalteten Medien? Alles, was Sie vor 20 Jahren noch wussten, das wussten Sie entweder aus der Zeitung, aus dem Fernsehen oder aus dem Radio oder vielleicht noch aus Büchern und aus der Schule. Was sich seit 20 Jahren geändert hat, ist, heute gibt es das Internet. Und ich glaube, alle, die heute hier stehen, stehen hier, weil es das Internet gibt. Das Internet ist nicht der Underground, das Internet ist auch nicht Neuland und dort kommen Leute zu Wort, die man eigentlich in den öffentlichen rechtlichen Medien senden müsste. Die aber nicht nehmen, weil diese Stimmen will man nicht. Wenn die aber jetzt im Internet sind, dann bedeutet das nicht, dass die weniger glaubwürdig sind, weil auch die Öffentlich-Rechtlichen sind ja im Internet. Und man kann durchaus im Internet auch RT.com angucken, Asia Times lesen, New York Times lesen, unterschiedliche. Und wenn man sich mal anschaut, wer jetzt gerade hier, glaube ich, einen Preis bekommen hat, Whistleblower-Preis bekommen hat oder für guten Journalismus, da waren keine deutschen Medien dabei. Das war, glaube ich, die New York Times oder die Washington Post und Greenwald, ja, also das britische, der Guardian. Kein deutsches Medium war dabei. Warum nicht? Weil wir uns hier nicht mit Ruhm bekleckern. Die Massenmedien und die Blockparteien verlieren aktuell die Kontrolle über die veröffentlichte Meinung. Die Menschen haben ein gesundes Misstrauen und wir sehen es überall, dass es inzwischen, gerade was die Krise mit der Krim angeht, einen großen Graben gibt zwischen der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen Meinung. Guten Abend, Frau Detfurth. Das Internet ist ja ein sehr schwer beherrschbares Spielfeld. Man weiß nicht genau, wer sich da alles so beteiligt. Wie haben Sie denn da gelernt, jetzt die Spreu vom Weizen zu trennen? Naja, mein Handwerkszeug ist Sprache. Und ich schreibe ja, ich mache seit, 30 Jahren oder länger antifaschistische Arbeit und beobachte über den ganzen Zeit, wie sich sozusagen jetzt eine Querfrontstrategie entwickelt hat. Das heißt, offen faschistische Kreise haben sich überlegt, wie rekrutieren wir bis hinein in alternative und irgendwie linke Kreise und haben sich in ihrer Sprache gemäßigt, haben sich neue Begriffe ausgedacht und diese Codes muss man kennen. Wenn zum Beispiel der Organisator der Friedensdemos Lars Meerholz sagt, in einer Rede, kann man bei YouTube ja sehen, dass in den letzten 100 Jahren alle Weltkriege, alle großen Probleme der Menschen rückzuführen seien, und zwar wirklich alle weltweit, auf die amerikanische Federal Reserve Bank, dann deutet er damit in diesen Kreisen an, jüdische Weltverschwörung. Ey, es ist so geil, weil diese ganzen Begrifflichkeiten sind immer noch eins zu eins die gleichen. Du hast dieses Antifa, Querfront, die Seite, die auf der Bühne stand, benutzt so Wörter wie veröffentlichte und öffentliche Meinungen, Blockparteien. Und dann hast du so dieses, ja, das ist per se antisemitisch, was wir jetzt zuletzt bei Ganser wieder erlebt haben. Also eigentlich seit 2014 haben sich diese Kampfbegriffe so etabliert, auch die noch genau dieselben sind. Ja, und Frau Detfurth, ja, hat sich schon immer berufen gefühlt in dieser Rolle. Aber ja, sie hat dann halt eben gesagt, an Kritik, was da von der Bühne geäußert ist, sind halt versteckte Codes für versteckten Antisemitismus. Und vor allen Dingen, wenn man halt die Fett kritisiert. Ja. Und das war ja so der erste große Fettnapf, in den Lars Meerholz unbedarft und naiv reingetreten ist, ja, die Federal Reserve Bank zu kritisieren und dann auch, Gott bewahre, noch Namen wie Rockefeller oder Rothschild auf der Bühne zu nennen. Ja. Das geht ja gar nicht so nach dem Motto. Und da hat sich die Detfurth ja natürlich voll drauf gestürzt und der Lars Meerholz wusste gar nicht, wie ihm geschah. Ja. Jetzt kommt da eine Person aus der Versenkung, die ich nicht kenne und die sich gerade zum Hobby gemacht hat, mein Leben zu zerstören. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der auf die Straße geht und sagt, hier stimmt was nicht. Und dann kommt diese Frau und macht das, ich verstehe es nicht. Die Tagesschau hat mich als Idioten dargestellt. Und das kann ich einfach nicht auf mir sitzen lassen, ihr Lieben. Ich bin 34 Jahre jung. Ich springe seit 10 Jahren aus Flugzeugen. Ich bin Geschäftsführer einer GmbH. Ich hatte eine Computerfirma mit 18 Jahren. Ich war in verschiedenen Parteien. Ich bin immer politisch engagiert gewesen und absolutes Interesse für die Wirtschaft und diese ganze Systematik. Nur wenn man bestimmte Sachen nicht weiß, dann wird man es nie richtig verstehen. Und ich habe Anfang des Jahres bestimmte Sachen verstanden. Und deswegen stehen wir jetzt hier. Juhu!
Sie haben sich ja mit dieser Bewegung intensiv befasst. Wer steckt dahinter? Oder wer steckt hinter diesen Aufrufen? Eine einheitliche Bewegung oder sind das so verschiedene Aktivisten, einzelne? Das sind so verschiedene Ebenen. Also, um es ganz kurz zu kriegen, es sind drei Namen im Moment relativ wichtig. Das ist ein Propagandist, ein Radiomacher, ein früherer Ken Jebsen, der auch unter anderen Identitäten auftritt. Ich habe von dieser Frau, wo es ihr doch so um den Kampf gegen das braune Gedankengut geht, um die neue Rechte, die zu bekämpfen, wo sie Angst vor dem Faschismus hat, ich habe von dieser Frau noch keine einzige Zeile gehört über die Swoboda-Beteiligungsregierung in Kiew, was echte Faschisten sind. Nichts! Diese Frau ist nicht glaubwürdig. Unser Ziel ist, dass es nicht zu einem militärischen Konflikt mit Russland kommt. Das ist das primäre Ziel. So, aber im Moment kümmern wir uns nicht darum. Im Moment schlagen wir uns, der das sagt, wo in welche Ecke. Das lenkt uns vom eigentlichen Ziel ab. Und deswegen nochmal die Frage, wer hätte etwas davon, wenn uns das vom eigentlichen Ziel ablenkt? Denn wenn man die Nachrichten parallel verfolgt, Deutsche schicken die ersten Schiffe mit, die ersten Kampfjets sind in die Richtung gegangen. Das ist das, was passiert. Darüber reden wir aber nicht. Darüber schreibt man in Frankfurt nicht, sondern das ist alles egal. Sondern man sagt, was sind das für komische Typen auf der Straße? Die sind ja bestimmt verstrahlt, weil ich kenne sie nicht. Und dann gehören die bestimmt der Gruppe, außerdem das zu wenig. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir uns massiv auf einen militärischen Konflikt zubewegen. Hat diese Nation nichts anderes zu tun, wie auf Journalisten wie mich einzuschlagen? Ist das wichtiger als die Kriegssituation in der Ukraine? Ich finde es absurd. Ich finde es absurd. Was ist das für eine antifaschistische Einstellung, die den realen Faschismus ignoriert und stattdessen Friedensaktivisten als Faschisten erfindet? Der Begriff die neue Rechte wird einfach nur generiert, um die Bewegung zu diskreditieren. Man kann die nicht verorten, man kann die nicht beeinflussen, die Leute, die hier stehen, weil das einfach, wie gesagt, Leute aus der Mitte der Bevölkerung sind, die enttäuscht sind von der Medienberichterstattung. Und wie soll man die lenken, wie soll man die leiten, wenn das immer mehr werden? Da weiß man gar nicht, mit umzugehen. So, zeigt mal bitte auf, wer von euch gehört denn zu neuen Rechten? Wie? Ein Verfassungsschützer ist da. Ja, wunderbar. Klasse. Super. Also einer vom Verfassungsschutz ist da. Ja. Und wie viele zeigen mir ihren Stinkefinger gegen Antisemitismus und Fremdenhass? Das ist die Antwort, Frau Dittfurt. Das ist das Statement, das du nicht leugnen kannst. Also das, was hier eingefordert wird, das ist ein Statement gegen Fremdenhass, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, ja, und vor allem gegen Krieg, denn Krieg tötet Menschen. Und wenn hier Leute stehen, die sagen, unser Hauptanliegen ist es, Kriege nicht entstehen zu lassen und Kriege nicht weiter zu kolportieren und zu hofieren, als wären sie Normalitäten, dann sind das Menschen, denen ich mich anschließen möchte, solange sie keine Nazis oder Rechtsradikale sind. Und die konnte ich nicht erkennen. Die huldigen nur dem einen Götzen, dem kalten Mammon. Die Religion spielt für uns keine Rolle. Ob ich Christ bin oder Heide. Übrigens, ein Heide glaubt auch an etwas. Der glaubt nämlich daran, dass er nichts glaubt. Und ich sehe so, dass alle Juden, alle Moslems, alle Buddhisten, alle Christen und alle Heiden und was es noch so alles gibt, ich kenne sie nicht alle, dass wir alle zusammenkommen. Jeder kann nach seiner Fasson glücklich sein. Aber wir müssen zusammenhalten und merken, wo die tatsächlichen Gegner liegen. Lasst uns nicht mehr ausspielen. Dick und dünn und Mann und Frau oder rechts oder links oder groß oder kleine, Raucher oder Nichtraucher. Ich bin übrigens eigentlich Nichtraucher und habe hier gerade 2 Zigaretten geraucht, weil ich so aufgeregt bin. Ja, holen Sie mich schon ab? Nö. Nee. Okay. Wirkliche Helden brauchen wir nicht. Wir sind alle Helden. Wir müssen alle zu uns finden. Wir brauchen keine Führer. Ich stehe der Politik nicht zur Verfügung, in keiner Form. Ich werde heute nicht auf eine Bühne gehen und ich werde auch zukünftig nicht mehr auf Bühnen gehen. Und zwar aus einem Grund, was wir nicht brauchen, ist Personenkult. Wir brauchen keinen Personenkult. Und wir brauchen auch keinen neuen Anführer. Das brauchen wir nicht, weil jeder neue Führer könnt ihr euch theoretisch in eine falsche Richtung führen, was immer dabei herauskommt, wenn man führt. Denn das, wo ich euch hinführen würde, theoretisch, würde euch in jedem Fall von euch wegführen. Das sollt ihr nicht. Ihr sollt den Weg nach innen gehen. Deswegen stelle ich mich nicht auf eine Bühne. Schaut euch selber an. Wann sind wir genug? Sobald ein Einzelner auf die Straße geht und gegen Willkür protestiert, ist das ein Anfang. Und ich mache die Ernsthaftigkeit, ja, einer Bewegung nicht davon abhängig, dass ich sage, wenn 13.725 Leute da waren, dann ist das ernst zu nehmen. Also,
die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und deswegen ja auch Montagsdemos, da gibt es in diesem Land ja eine Erfahrung, können durchaus dafür sorgen, dass eine Regierung destabilisiert wird, hinterfragt wird und man sagt, die da oben sind gar nicht auf unserer Seite. Das wissen die. Und die, die heute die Regierung stellen, sind hier nur deswegen an der Regierung, weil sie selbst durch eine vorherige Montagsdemonstration quasi an die Macht gekommen sind. Angela Merkel kommt aus einem Land, das ist, hat sich aufgelöst und dass sie heute in der BRD regieren kann, das hat sie den Montagsdemos zu verdanken. Wir repräsentieren die Bevölkerung. Und das ist sehr wichtig, dass wir auch bei diesem beschissenen Wetter hier draußen stehen und den Leuten sagen, ja, das ist ein beschissenes Wetter, es regnet, aber gegen einen Bombenhagel ist das überhaupt nichts und deswegen stehen wir hier noch. Es geht um den Frieden in Europa, aber so einen Krieg hat ja immer, das jetzt wird immer zum Flächenbrand. Und deswegen kann ich nur sagen, die Leute sollen weiter auf die Demos gehen. Und wenn sie sagen, wir glauben, da sind zu viele von denen, überhaupt kein Problem, dann kommt doch aus der anderen Ecke, weil es geht um einen Frieden. Es gibt keinen rechten Frieden, linken Frieden, halbrechten Frieden, sozialistischen Frieden. Das gibt es nicht. Es gibt Frieden und Frieden ist unpolitisch. Frieden ist unpolitisch, aber Krieg wird politisch benutzt. Es hat noch niemand einen Frieden inszeniert, um ihn politisch auszunutzen. Wir haben ja die paradoxe Situation, dass alle früheren Kanzler, egal ob Schröder oder Helmut Kohl oder auch Helmut Schmidt, in der gegenwärtigen Krise sehr besonnen reagieren und alle sagen, man muss Russland mit einbeziehen und alle vor Sanktionen und erst recht vor Krieg warnen. Das heißt, sobald die Leute raus sind aus dem Amt, sind sie offensichtlich nicht mehr so gefesselt und nicht mehr so an der Leine der Amerikaner und der Finanzoligarchie und können freier sprechen. Weil ich es nämlich selbst gemacht habe. Was haben Sie gemacht? Gegen das Völkerrecht verstoßen. Sie haben arrondiert? Nein. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt. Ohne, dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Naja. Moment. Ohne, dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Das war einfach so. Ja. Und mein Vorvorgänger hat das auch schärfstens kritisiert. Das kennst du ja den Ausschnitt bestimmt, ne? Wo Gerhard Schröder zugibt, gegen das Völkerrecht agiert zu haben. Aber was das Interessanteste ist, wie Josef Joffe ihm versucht zu widersprechen. Ja, das ist, ich meine, das ist der Altbundeskanzler. Der spricht davon, was er selber getan hat. Und der Chefredakteur der Zeit widerspricht ihm. Warum tut er das? Ja, weil der im Bewusstsein dessen, dass es eine Lüge ist, die ganze Zeit gelogen hat in seiner Zeit. Als Chefredakteur der Zeit. Man merkt schon fast, wie Josef Joffe so denkt, Scheiße, ja. Schröder, was machst du gerade? Ich kann dir jetzt noch eine Chance geben, indem ich das so ein bisschen relativiere und Schröder spielt nicht mit und er denkt so, fuck. Ja, genau. Mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Naja. Moment. Ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Das war einfach so. Ja. Und mein Vorvorgänger hat das auch schärfstens kritisiert, der ja auch nicht ganz weit weg ist von dem, was Ihre Zeitung macht. Hat das schärfstens kritisiert und hat natürlich. Er hat gesagt, dass ohne Sicherheitsbeschluss das nicht geht seinerzeit. Ja. Die NATO war früher mal ein Bündnis, um den Westen von der russischen Invasion zu schützen. Darüber muss man jetzt nicht mehr diskutieren, weil die Zeiten sind vorbei. Aber seit dem Ende der Bipolarität maßt sich die NATO die Rolle an als Weltpolizist. Und jetzt will sie alles niederkämpfen, was gegen die Globalisierung steht. Egal ob in Mittelasien, in Afghanistan, in Nordafrika oder eben jetzt in der Ukraine. Eine Wertegemeinschaft nutzt nichts, wenn man bei der Verletzung von Werten nicht deutliche Kritik übt. Und genau das machen sie nicht. Ich bin kein Anti-Amerikanist, überhaupt nicht. Ich bin gerne in den USA, ich spreche dort gerne mit den Leuten. Aber eins sage ich Ihnen auch, Freundschaft, wie Sie sich vorstellen, gibt es nicht. Mit Duckmäusertum und Hasenfüßigkeit erreicht man keine Freundschaft, sondern das Gegenteil. Nur wenn wir eine gegenseitige Achtung, einen gegenseitigen Respekt herstellen, dann kann es eine wirkliche Freundschaft geben. Und dazu brauchen Sie den Mumm als Bundesregierung. Sie müssen der US-Regierung sagen, Schluss,
aus. Wir hören Snowden und wir schützen ihn. Und dann erst sind wir wirklich souverän. Und dann verhandelt mit uns bitte auf gleicher Augenhöhe. Und dann kriegen wir auch eine Freundschaft mit den USA hin. Was Sie machen, ist Duckmäusertum. Das kenne ich seit Jahrzehnten. Ich bin es sowas von leid. So eine Rede aktuell von der Linken? Völlig unmöglich. Auch nicht von Gregor Gysi selbst, der sich extrem zurückgenommen hat in den letzten Jahren, was diese Kritik angeht. Sehr auffällig. Ich weiß gar nicht, gibt's noch eine Partei, die diese imperialistische US-Hegemonie kritisiert, weil das macht die AfD auch nicht mit diesem Duktus, wie es Gregor Gysi getan hat. Naja, die Wagenknecht halt in persona, aber eine Partei. Genau, eine Person im Bundestag quasi noch, ja, genau. Vielleicht sind es 5 an der Zahl insgesamt von der Linken oder so. Ja. Haben Sie endlich mal den Mumm. Ja, und genau so sind Sie hier auch. Ist doch nicht zu fassen, ist doch das. Haben Sie endlich mal den Mumm. Die Ukraine hat auch eine neue Regierung. Und mein Gott, sie ist so geworden, wie wir sie uns gewünscht haben, nicht wahr? Völlig frei von ausländischen Einflüssen. Neue Finanzministerin ist die amerikanische Investmentbankerin Natalie Jaresko, die zuvor im US-Außenministerium und in der US-Botschaft gearbeitet hat. Das Gute an ihrem neuen Job, der Chef bleibt der Alte. Neuer Wirtschaftsminister wird ein litauischer Finanzinvestor, der jetzt vor der schwierigen Aufgabe steht, das Land quasi an sich selbst zu verscherbeln. Nazis gibt es übrigens keine mehr in der Ukraine. Die sind jetzt alle in Jasenjuks Partei eingehegt worden. Tolle Sache, dass endlich gibt es auch pro-westliche Nazis. Und Nazis in die Regierungsverantwortung einzubinden, das hat ja auch in Deutschland schon mal ganz, ganz prima geklappt. Wunderbare Regierung, die dringend unterstützt werden muss bei der weiteren Bombardierung der Zivilbevölkerung im Osten des Landes. Deswegen haben die Amerikaner, der US-Senat, vor kurzem eine Resolution 758 beschlossen, die Putin für die Wurzel allen Übels in der Ukraine hält und die Russland zu einer Gefahr für den Weltfrieden macht. Da kann einem ein bisschen Angst und Bange werden. Ähnlich gefühlt haben müssen sich über 60 Intellektuelle, die letzte Woche einen Aufruf in unserem Land veröffentlicht haben. Und ja, ich sage Intellektuelle, auch wenn Gerhard Schröder dabei war. Und in diesem Aufruf wurde gefordert, mehr Gespräche, mehr Friedensbereitschaft von den Regierungen. Und die Reaktion auf den Aufruf war erwartbar. Die ARD hat es flüchtig gestreift. Für den ZDF, für die ZDF war dieser Aufruf offensichtlich nicht wichtig genug. Und FAZ und die Zeit haben, ob des Wunsches nach mehr Frieden und Gespräch, nur Arroganz mit dem Kopf geschüttelt, soweit man einen Kopf halt schütteln kann, der bis zum Hals im Arsch der Amerikaner steckt. Und hier wird es wirklich bizarr, die größte kriegstreibende Kraft in unserem Land ist inzwischen die Partei Die Grüne. Omnipur, Özdemir und die Leute von der Heinrich-Böller-Stiftung. Und Katrin Göring-Eckardt hat vor kurzem dazu erklärt, naja, die Grünen seien ja niemals eine pazifistische Partei gewesen. Das ist doch ein Moment, an dem man ein bisschen an der Wiedervereinigung zweifelt, nicht wahr? Wenn inzwischen jede dahergelaufene Ostprotestantin so nebenbei aufs Grab von Petra Kelly spucken darf. Original, die Anstalt, ebenfalls aus dem Jahr 2014. Hey, das sollte der sich heute mal erlauben. Ja, genau so. 2014 war das noch Inhalt der Anstalt. Und damals hieß es ja eigentlich bei allen Aufgeklärten, hat man ja festgestellt, dass halt als Kabarett verpackt du durchaus in den GZ-Medien noch mal das ein oder andere Wahre sagen darfst. Ja? Aber das gibt es auch nicht mehr. Ja? Also die Anstalt ist da mittlerweile auch auf, naja, relativ politisch korrekten Kurs. Die erlauben sich halt manchmal noch irgendwie so ein Pseudo-Hieb, ja. Aber sowas, so ein Rant, nee, der wäre heute Kündigungsgrund, ne? Ganz klar, weg.